Ja, Herr Minister, wir haben da eine komplett andere Ansicht, was Konsumentenschutz betrifft, habe ich im Ausschuss schon mitgeteilt. Ich bin der Meinung, der Konsument in Österreich hat die letzten Jahre an Schutz einiges verloren. Und es hat schon einen Grund, warum 10.000 Lobbyisten in Brüssel sitzen. Und das sage ich heute, nachdem die EU-Wahl geschlagen ist. Das heißt, in Wahrheit ist alles, was da aus Konsumentenschutz aus Brüssel kommt, ist in Wahrheit ein Konzernschutzgesetz. Und der Konsument in Österreich und vor allem jene, die sich nicht wehren können, kommen immer öfter unter die Räder. Sie und ich, wir haben ein gutes Einkommen, wir können uns immer richten. Nur also mal ganz konkret zu den Zinsen. Ich habe einen aktuellen Fall da, werde das Kreditinstitut nicht nennen. Die berufen sich bei einem Bekannten von mir auf das Verbraucherkreditgesetz, das knapp 3.000 Euro ins Minus gerutscht. Die verrechnen 14% Sollzinsen und 5% Überziehungszinsen. Knapp 19%. So, Sie haben da Habenzinsen von 0,125%, das heißt das Hundertfache. Das würde ich im normalen Wirtschaftsleben als Wucher bezeichnen. Und soweit ich das weiß, haben wir das einmal abgeschafft. Das Hundertfache. Wir haben ja jetzt beim Sparguthaben das Gleiche in Grün. Wenn man nicht Luxuspensionist, rot, schwarz oder auch grün ist, dann wird man wahrscheinlich beim Sparbuch nicht mehr wie maximal 1% bekommen. So, was ist die Realität? Sie zahlen darauf 0,25% Käst und wir haben eine Inflation von 2% oder höher. Das heißt, die kleinen Sparer werden sukzessive auch enteignet. Und wo bleibt da der Schutz des Konsumentenschutzministers? Nächstes Thema, auch ein aktueller Fall, habe ich im Ausschuss auch schon angesprochen, die ORF-Digitalkarte. Plötzlich bekommen alle Zuseher, die gezwungen wurden damals bei der Umstellung auf die Digitalkarte, einen Brief, sie müssen eine neue Karte kaufen, kostet 15 Euro, weil die alte den technischen Dienst abgibt. So, müssen wir glauben in Österreich, es kann ja eh keiner was machen. Wir sind gezwungen, mit dieser Karte zu operieren, aber der ORF mit den Zwangsgebühren kann das machen. Und hier sind wir beim nächsten Thema. Wir haben einen Antrag eingebracht, da waren im Ausschuss alle ganz furchtbar entsetzt, einen Gebührenstopp auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene bis 2018. So, da würde die Welt nicht zusammenbrechen, aber da würden sehr, sehr viele Konsumenten in Österreich über einige Jahre zumindest eine ganz massive Verschlechterung ihres täglichen Lebens verschont bleiben, weil in diesem Bereich die Gebühren extrem angestiegen sind. Danke. Thank you.